Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project Zomboid mit dem Pausenklaus Hallöchen. und dem Maßreiter. Ja, hallo, grüßt euch. So, hier liegt noch die Leiche von unserem Arzt, der an einer Krankheit gestorben ist. Ja, und ich laufe und niese gerade schon wieder, weil ich da noch irgendwie eine Erkältung vor mir habe. Da ist der Sieht Pausenklaus. richtig schlecht aus. Ich habe eine bösartige Erkältung. Und es ist regnet. Ich bin total, na, regnet tut es nicht mehr, aber ich bin noch total durchnässt. Bandage entfernen. Ja, wenn es denn dann läuft, ne? Dann läuft's. So, ich habe mal Licht angemacht, ne? Ja, das ist eine gute Okay. Idee. Ist nicht so dunkel. Jetzt hat er auch noch gehustet. Ich schätze mal, ich bin dann gleich weg, weil ich dann das zweite Mal gestorben bin. Ich habe hier eine endlose Straße. Ich weiß nicht. Irgendwie nach nirgendwo. Oder wie ging das damals bei irgend so einem Lied da? Hachi. Regnet es noch immer draußen? Nein, aber Ich... ich bin feucht, nicht mehr durchnässt. Ich weiß nicht, Ah, was der super. Unterschied ist. Okay, dann gehe ich mal gerade raus. Ich wollte nämlich eigentlich in der letzten Folge irgendwie mal draußen erkunden, um mal zu gucken, ob da noch irgendwas in der Nähe ist, was man Ja. vielleicht plündern könnte. Ich wollte, glaube ich, erstmal hier die Stoffwechsel. Oh Mist, ich bin gelangweilt. Genau, da war was. Oh, hier Okay. gegenüber ist noch ein ganz anderes Gebäude. Cool. Oh, jetzt biege ich die Straße auch noch ab, du glaubst es nicht. Also Astu, du musst irgendwie versuchen, wieder zu uns zu kommen. Ja, nach oben links, ne? Oder wie war das? Oder oben Nach rechts? oben rechts, ja. Und was habe ich jetzt noch? Recht schwer beladen bin ich jetzt. Ich habe doch nichts hinzugenommen. Ich verstehe es nicht. Habe ich so viel Dreck an der Schuhe jetzt oder was? Erstmal ein So, bisschen okay. trinken. Aha. Ah. Ist der Stoffwechsel schon wieder schmutzig oder was? Klamm ist es jetzt. Nicht mehr feucht, jetzt ist nur noch klamm. Also ich laufe so schnell, dass meine Sachen trocknen. Oh, möchte einer von euch einen Rock anziehen? Ich habe einen Rock gefunden. Ja, cool. Nein, danke. Ist das Hardrock, oder? Nee, nicht so ein Rock. Ich habe eine Quietscheente. Braucht jemand eine Quietscheente? Nee, danke, ich Also, ich verzichte. bin immer noch der Meinung, er ist gelangweilt, hat eine Quietschente im Hm. Inventar, ja? Das Also, verstehe ich auch nicht. irgendwas ist mit dem falsch. Dir fehlt die Badewanne. Oh, ich habe noch einen Laken gefunden. Oh, das ist gut, das ist wichtig. Da kannst du im Fenster mit zuhängen, weißt du, ne? Damit die bösen Zombies einen nicht sehen. Die bösen, bösen Zombies. Ja, genau. In Wirklichkeit wollen die gar nicht, sie wollen nur spielen. Oh Mann, 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 es geht nicht voran hier. Hab's hier kein Auto, ich bin nicht mehr feucht, es ist vorbei. Klamm auch nicht mehr. Ich habe jetzt nur Durst. Ah, darum ist das Gebäude. Inventar, habe ich was zu trinken? Ich hätte die nassen Sachen ausbringen Oh, können, ne? das ist das Bürogebäude, nicht wahr? Warte, ich hatte doch eine Schüssel. Ist da noch Wasser dran? Kann man das sehen? Nee, ne? Karotte, Hose. Aber die Tür ist nicht auf. Hammelkotelett habe ich auch. Kann ich die Tür irgendwie aufmachen? Dose mit Suppe. Aber da steht nicht, dass sie Durst löscht. Na super, Ananas, die tut doch. Nee, auch noch Hunger. Schade. Ja, ne? Doofes Ja, Spiel. geht nicht, doofes Spiel, echt. Ich habe immer noch eine bösartige Erkältung. Ändert sich auch nichts dran. Und Hachi macht er auch noch. Oder Auhu. Ah, Schuh. So, ich habe hier gerade in dem gegenüberliegenden Gebäude zwei Zombies gefunden. Okay. Aha. Ja, wäre jetzt schön, wenn hier irgendwie so ein exklusiver Brunnen wäre für mich oder so, dass ich was trinken kann. Ja, läuft und läuft. Aber sonst auch nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals mein Ziel erreiche. Diese Straße geht immer geradeaus. Also hier in dem Gebäude sind ein paar Zombies drin, ne? Also ich bin auch oben rechts gegangen. Du Tja. auch? Ich bin eigentlich direkt in das Gebäude gegenüber nach oben gegangen. Ja, okay, dann.
Gleich treffen wir uns und dann schlägst du mich tot, weil du denkst, ich bin ein Zombie, ne? Naja, wahrscheinlich. Ah ne, ich seh dich. Ich dich nicht. Ach, da unten. Da ist noch ein Zombie, der hat gegen die Scheibe geklopft. Der hat dich gerade von hinten geschubst. Aber ich gehe mal von der Straße, glaub, runter. Das ist ja nervig, hier nur auf der Straße lang zu gehen, ne? Hier ist so eine Schneise irgendwie in dem Wald oder sowas. Ein Sandsack. Batterie und ich habe eine Schrotflinte. Das Spiel ist gewonnen. Ja, aber ich glaube, dieser Weg ist auch nicht der richtige, ne? Wir hatten auch Schrotpatronen, wenn ich mich recht erinnere. Nee, da hört's ja auch schon auf. Ja, in dem anderen Gebäude. Aber jetzt geht's rund. Ja. Ich habe die Zombie-Frau mal getötet in der Zwischenzeit. Okay. Die hat mich angeschrubbt. Oh, widerlich. Keine Manieren. Immer diese Zombies von heute. Ja. So, hier geht's schon wieder raus auf der Seite. Ich bin von oben reingekommen. Wenn ich mal wüsste. Du bist von oben reingekommen, ich bin von unten reingekommen. Ich hab doch die Tür mal abgeschlossen. Hacker. Oh, da ist ein Zombie. Tja. Ich hab zwar eine Schrotflinte, bin aber keine Schrotflintenmunition. Ich hab gar nichts hier irgendwie. Ich hab eine Batterie, die kann ich ihm noch am Kopf werfen. Oh, Schraubenzieher, Nägel, Säge gefunden, cool. Das sind, glaube ich, alle Sachen, die man braucht. Mach mal Licht an. Oh, ein Hammer. Ach, der braucht schon Licht. Wird überbewertet. Licht erzeugt Aufmerksamkeit, die ich nicht gebrauchen kann. Da könnte ein Zombie vor der Tür stehen. Mach die doch nicht wieder zu. Ja, irgendwie läuft's jetzt gerade wieder, ne? Da unten steht der Zombie. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich schon gelaufen bin. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir dir helfen können irgendwie. Ja. Und das sieht auch alles gleich aus. Es gibt auch keine Hinweise auf irgendeine Zivilisation. Links und rechts Wald und eine geteerte Straße ohne Mittelstreifen, ohne alles. Ja. Einzigste, was ist, auf jeder Seite so ein Meter gemähter Rasen, also Durst habe ich auch, wahrscheinlich kippe ich gleich um, bin dann auch wieder gestorben und ärgere mich dann schwarz, weil ich so weit gelaufen bin. Ach Mist, von da kommt man auch rein, ich habe die Tür nicht gesehen. Ja, von da bin Mann, ich. Mann. Wenn du jetzt da bist, wo ich ungefähr war. Hier ist die Kantine, da gehe ich erstmal rein. Oh. Da gibt es auf jeden Fall Wasser. Ja. Im Büro hier auch. So, recht schwer beladen, sagt er. Dann packe ich mal am besten irgendwas. Weg. Kugelschreiber. Direkt Bandage. Tja. Ich weiß nicht, wo ich hier hinlaufe. Da zweigt sowas wie ein Weg ab. Sollte ich den nehmen? Irgendwas so, zu so essen. So ins Grüne rein. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass man nicht irgendwie so einen Markierungspunkt oder sowas setzen kann. Ja, ja. Kannst du denn echt auch nicht, also... Wieso? Kannst du überall am Baum pinkeln? Wie so ein Hund. Ich weiß nicht, wie du dich, in der Natur zurechtfindest, aber das möchte ich eigentlich auch nicht mehr wissen. Ja, hier geht so ein kleiner Weg. Steht Bilder Pause raus. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Ich hab grad gedacht, da überrascht mich aber ein schneller Zombie. Hier rechts weiter oben gibt's noch ein Gebäude. Okay. Kommst du mir da ja, jo. Ich, lauf neben dir so quasi. Boah, wenn ich wenigstens einen Zombie hier sehen würde, wäre schon mal etwas, ne? Aber hier ist ja nix. Jetzt bin ich hier irgendwie auf so einem Waldweg. Da oben sind noch Container. Da oben ist jetzt ein braunes Flecklein. Etwas unglücklich, also. Und da ist ein Gebäude, tatsächlich. Du glaubst es nicht. Ich habe ein Gebäude wieder gefunden. Ein Haus. Wie bist du, ich wollte gerade sagen, wie bist du da reingekommen? Abgeschlossen. Macht ja auch die Tür gleich wieder ein, ne? Naja, kann ich nur mit Holztüren machen, leider. Hier hinten ist auf jeden Fall Mülleimer, da ist aber nichts drin. Hinten ist auch verschlossen. Egal was ist, ich muss da rein. Und wie komme ich da rein, wenn die Tür abgeschlossen ist? Super, gar nicht, oder was? Ich habe mein Haus gefunden und ich komme nicht rein, das kannst du nicht sein, das regnet. Oh, Klamm, oh nee. Klamm, genau so ist es. Ich muss irgendwo rein. Man muss doch hier irgendwie in das Haus kommen können, oder? Oh, hier unten ist das Schrotpatron, habe ich gerade gesehen. Gib mir die Schrotpatronen her, dann kann ich meine Waffe laden. Was?
Wo hast du Schrotpatronen gesehen? Bei mir? Nee. Nee, nee, hier. Gibt's einen Hintereingang hier? Schrotflinte. Weiter nicht ausrüsten. Öffne Tür. Nachladen. Ah, hintenrum geht's wenigstens auf. Das ist ja schon mal was. Tür schließen und jetzt den Kühlschrank finden und da ein Bier rausholen. Komm. So. Whiskyflasche, cool. Hm? Willst du Stress? Nee, lass mal. Ich pack dir mal lieber aus dem Inventar. Das ist nachher irgendjemand tot. So, erstmal eine Viertel Whiskyflasche reicht, glaube ich, ne, oder? Und ich bin betrunken kurz gewesen, stand da tatsächlich. Betrinkst du dich schon wieder? Aber interessant ist, es kam das Symbol, dass ich betrunken bin mit der Whiskyflasche, aber das Durstig ist nicht weggegangen. Die Vorschlagkammer ist hier. Ist nicht wahr, oder? Mein Problem ist, ich kann kaum was mehr tragen. Wir müssen noch 12 Schrotpatronen, also ich habe irgendwie das Gefühl, die haben ja irgendwas, irgendeine Waffenlieferung. Ein Spaten ist ja auch noch, aber ne. Also, verdursten tue ich schon mal nicht mehr. Ich habe jetzt eine Säge. Draht, Schrotpatronen, ey. Genial. Päckchen mit, hier sind ganz viele Samentüten. Päckchen mit Kohlsamengut, das habe ich auch gerade gefunden. Schachtel mit Nägeln, okay, nehme ich. Ach ja. Ein paniertes Würstchen am Spieß, du glaubst es nicht. Guten. Und eine Wasserflasche, das ist doch schon mal super. Aber das ist wirklich was man gut gebrauchen kann. Ich habe 2 davon gleich. Wie lange der einfach braucht, um eine Axt in den Rucksack zu packen, das gibt's ja wohl kaum. Ja, der hat nicht so viel Ahnung. Der ist nicht geübt. Hier ist ein Hammer noch. Und ein Sack mit Gips. Ich weiß nicht, ob du den mitnehmen möchtest. Draht, ich weiß nicht. Oh, hier ist noch ein Feuerzeug. Okay, jetzt gehen wir mal weiter hier suchen. Richtiger Schnorrer. Feuerzeug, nehme ich. Büroklammer. Ist das eine Waffe? Nein, schade. Ah, okay, ich bin hungrig. Habe ich denn was zu essen dabei? Deswegen kann ich plötzlich so wenig tragen. Oh, ich habe nichts zu essen dabei. Okay. Nola, hast du mal was zu essen dabei? Ich kann hier die Limonade fallen lassen, die macht auch Hunger weg. Ich weiß zwar nicht, wie man... Oh, hier ist eine Gießkanne. Wo war sie? Da, Gießkanne, nehme ich mit. Kann man auch Wasser reinfüllen. Schlaftabletten, sollte man die mitnehmen? Ah, ein Schulranzen, den kann man doch gebrauchen, oder? Wo ist der Schulranzen da? Den will ich doch mal hier ausrüsten. Wie geht das? Erstmal irgendwas Unnötiges auf dem Rücken tragen. So. Ist hier noch unnötig. Hast du noch Platz im Inventar? Ein halbes Kilo nur noch. Okay. Wir sollten vielleicht mal zurückgehen und erstmal ausleeren, oder? Sehr schwer beladen. Ja, ich guck jetzt gerade hier nochmal, ob ich noch irgendwas finde. Komm, Zelt rein, kann ich noch mitnehmen. Hier ist noch eine Axt drin, die wiegt 3 Kilo. Ich habe jetzt 2 Gießkannen. Ich habe 2 Äxte und eine dritte liegt noch hier. Hier ist auch ein Seil, das nehme ich auch mit. Ah, bist du schwer beladen, stell dich nicht so an, ey. Bist hier im Survival-Spiel, da kannst du nicht einfach sagen, wo ich bin. Weg. Das ist auch echt eine Memme, ne? Ja. Trägt 2,5 Kilo und heult schon rum. Schüssel mit Wasser. Trockene. Oh, hier ist eine Schrotflinte. Kannst du nehmen, ich habe schon eine. Nee, das nicht, wollte ich sagen. Ist doch eine Schrotflinte, ey. Wir haben jetzt alle eine Schrotflinte. Waffenlager, oder was ist da? Ja, ich glaube, die haben irgendwie Waffen angeliefert bekommen. 3,1 Kilo. Die Schrotflinte. Ja. Okay. Ach so, 9 Kilo kann ich tragen, ne? Das steht da oben, ne? Ist das so wenig, dass ich nur 9 Kilo tragen kann? Bist du zufällig hungrig, dann könnte das durchaus sein. Nee, ich bin voll. Es droht Rückenverletzung. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das einfach mal kurz sein lassen. Ey, nicht schubsen. Ach, hab ich die geschubst? Wie krieg ich einen Teil getragen, indem ich die Shift-Taste? Und dann so, nimm die Hälfte, jetzt, okay. Ich bin nämlich voll beladen. Ja, ich komme jetzt gleich auf. Echt schwer beladen, steht da immer noch. Ich glaube, ich muss das Laken doch hier lassen. Wo ist meine Schrotflinte oder wo ist eine der Schrotflinten? Komm, den Pullover weg. Repariert nie. Zustand voll. Weiter nicht ausrüsten. Okay, das ist die Alter, warum war das laut? Was war laut?
Ich wollte nur gucken, ob das die richtige ist. Na, da gerade mit der Schrotflinte geschossen. Okay. Ich wollte nur wissen, ob das die richtige ist. Und sagen wir mal so. Es war niemand in der Nähe. So. Aber ich bin... getroffen worden, oder was? Wenn ich eine Katze gewesen wäre, hätte ich ein Leben verwirkt. Okay. Ist da unten Gras? Ach so, ich sehe gerade, ich muss wieder an den Schrank dran gehen und meine Hosen nehmen, ne? So, warte mal, müssen wir hier schon rein? Ja, ne? Hier, Nein. Hier müssen wir rein, oder? Nein, das ist das Bürogebäude, wir sind noch einmal weiter nach oben gegangen. Waren wir denn hier schon drin? Ja, das war das, wo die Zombies waren. Aber wir sind doch schon wieder bei 15 Minuten. Oh. Echt? Ja, die Zeit verfliegt. Kaum zu glauben. Ich bringe Zombies mit, Knolle. So, jetzt geht's. Falls euch langweilig wird, oder was? So, jetzt kommt hier die Action. Boah, halt. Weg. Ja. Leg dich nicht mit Knolle an. Gut, dass wir davon drei haben. Weil dass wir genug Munition haben. Lohnt sich, oder was? Lohnt sich. Ein Schuss Naja. Auf relativ weite Entfernung sogar noch. Und es waren zwei Zombies, die gleichzeitig tot waren danach. Okay. Ne? Sollte so sein. Aber Schrotflinten locken halt andere Zombies an, ne? Egal, die schießen auch weg. Brauchen wir Toilettenpapier? Sollen die ruhig kommen, wir haben noch mehr Schrotmunition. Ja, ich habe jetzt noch 27 im Inventar. Ich weiß nicht, ob du noch welche gesammelt hast? Warte mal, das ist aber doch jetzt das richtige Gebäude hier, ne? Was macht denn hier ein Zombie drin? Ach, warte, den kann ich... Ach, da geht's auch noch nach oben, cool. Ey, der macht die ganze Fenster kaputt. Und oben ist ein Zombie, du glaubst es nicht. Ich hänge in der Kiste fest. Super. Weißt du, hat eine Schrotflinte in der Hand, aber kann ich durch Kisten gegen den Kisten. Komm mal raus, Zombie. So, du Zombie, ja? Willst du hier randalieren oder was? Weg mit dir. Das geht so nicht. Ich habe zwar die Scheibe kaputtgeschlagen, aber. Naja, okay. Ich habe keine Verletzung mehr. Dann muss ich mir mal ein anderes Häuslein suchen, wo es vielleicht sicherer ist oder so. So. Da war ja jetzt ein Zombie. So, Schrotflamme habe ich nicht mehr in der Hand, also keine Sorge. So, ich werde jetzt erstmal eine fallen lassen. Dann hier. Ist im Hühnerhaus Platz für mich. Ohne dass mir was passiert. So, pass auf, ich sortiere mal ein bisschen um. Ach so, genau, wir sind jetzt gleich bei 20 Ja, Minuten. Dann lass uns doch jetzt hier eine Pause machen, oder? Ich bin ja, im Hühnerstall, ich hoffe, da kann mir nichts passieren. Ja, das können wir ja machen. Genau. Gut. Dann? Würde ich sagen, war es das mit dieser Folge und... Wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge... wieder einschaltet. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.